So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir sag hier die Oasenschlucht durchqueren müssen auf dem Weg zurück zum Lager der Tanith. Tja, es ist nun wirklich auch einiges in letzter Zeit hier geschehen. Wir haben, sag jetzt einen neuen Begleiter an unserer Seite, eine Begleiterin, die Mutter aller Djinns. Hat sich, sag, ja, mit uns eingelassen, kann man so sagen. Sie mag uns. Paimon wiederum hält sie, sag, für ein Haustier von uns. Und ja, Jet, ja, sie hat sie als Sklavin betitelt. Naja, und uns, sag, als Prinzen. Die Ehrenwert-Weltvorstellungen sind, sag, wirklich auch ein paar Jahrhunderte alt. Muss man dazu auch sagen. Tja. Außerdem haben wir, sag hier im letzten Part, einen Brief von Jebrael, dem Vater von Jet, verstorben, gefunden, der, sag, darin berichtete, dass man der Matriarchin Babel, die Anführerin des Stammes der Tanith, nicht vertrauen sollte. Die verfolgte, sag, ihre eigenen Ziele und, naja, geht dafür auch über Leichen. Ein bisschen sehr viel hineininterpretiert, aber so kann man es sowieso auch sehen. Außerdem, die Mutter der Djinns war, er sagt, vor Jahrhunderten in der Lage gewesen, Sandstürme und so weiter und so fort zu kontrollieren, hier in der Wüste. Aber sie hat, er sagt, einen Großteil ihrer Kraft ja sowieso eingebüßt. Und man kann ja davon ausgehen, da sowieso die Matriarchin Babel uns und sowieso auch Jet die Erlaubnis gegeben hatte, nach der legendären Oase hier zu suchen, weiß sie auf jeden Fall Bescheid, was hier los ist. Warte mal einen Moment, mein Herr. Irgendetwas da vorne stimmt nicht. Wollen wir wirklich diesen Weg gehen? Das macht nichts. Wir müssen sowieso hier durch zurückgehen. Was hast du gespürt? Ich bin mir sicher, mein Herr, dass du die Bosheit von uns spüren könntest. Aber wenn wir herausfinden könnten, wer uns in den Hinterhalt lockt, könnten wir den Spieß noch umdrehen. Es mag gefährlich sein, aber du, mein Herr, bist derjenige, dem ich mein Schicksal anvertraut habe. Ich werde mit dir gehen und wir werden jedes Hindernis gemeinsam bewältigen. Entspann dich einfach. Phantomat ist super stark. Und egal was passiert, er kann immer auf Paimon zählen, nicht wahr? Ha, wie ich schon sagte. Mach dich bereit, mein Herr. Hey, seid ihr Freunde von Jet? Er checkt Paimon hier nicht. Warum antworten sie nicht? Also, wenn es soweit kommt, vergiss nicht, einen am Leben zu lassen, mein Herr. Wir könnten diesen Kerl verfolgen, um seine Komplizen und Angehörigen zu finden und ihr Versteck mit einem Schlag zu zerstören. Tja, wie nett sie doch ist. Besiege die Goldbrigade. Nichts leichter als das. Ja, so ist richtig. Flieh, lauf, du tückischer Hund. Ha, folgen wir ihm zu deiner Hundehütte. Wie nett und, sieh mal an. Eine neue Gegnerin. Der Geruch vorher, das ist der Geruch eines Ameisenlöwen, der eine Falle vorbereitet und auf Beute wartet. Schade, wenn ich noch wie vor tausend von Jahren wäre, hätte ich den Weg für dich in einem Augenblick freigelegt. Finde mal, schaut, sie haben Fußspuren hinterlassen. Und wir haben hier. Sie sind ins Wasser gegangen. Ist das so, als wollten sie den verdächtigen Geruch, der ihnen anhaftete, loswerden? Lass uns diesen Fußspuren folgen und gegen den Strom schwimmen. Irgendwann müssen sie das Ufer erreichen. Also ernsthaft, ich sollte mich ein bisschen mehr aufs Kämpfen jetzt wieder konzentrieren. Okay, das ist jetzt auch mal sehr interessant. Not done yet. At least you were here to watch. Torn to oblivion. Yeah.
Okay, die Schatztruhe haben wir jetzt geöffnet. Und wir können dann gleich sowieso auch mal sehen, was für eine neue Gegnerin aus der Wüste das jetzt überhaupt war. So, wo war jetzt noch das Handbuch hier? Ja, wir haben jetzt immerhin eine neue Gegnerin hier gehabt in der Wüste. Das wiederum war jetzt also eine Goldbrigade Blumentänzerin. Ein Mitglied einer unorganisierten Gruppe von Söldnern aus der Wüste, das bereit ist, gegen Bezahlung für jeden zu arbeiten. Unter den Wüstenbewohnern gibt es traditionelle Musik und Tanz. Während sie zu Beginn zum Ehren der Götter dienten, wurden sie später zu einer Kunst- und Kriegskunst, mit dem Ziel, den Königen zu gefallen. Der Legende der Wüste zufolge gab es einst Tänzerinnen, die Könige auf dem Bett oder einem Bankett ermordet haben. Auch wenn man nun selbst ihre Götter und Könige samt und sonders zum Staub der Wüste zu fallen sind, lebt die Erinnerung des Tanzes in den Adern dieses Volkes fort. In ihren Waffen sind gebrochene Geister versiegelt, die in Zeiten der Gefahr erwachen werden. Nur der Jammer des Besiegten kann ihren Zorn besänftigen, egal ob der Besiegte, der Besitzer oder der Gegner der Waffe ist. Ja, nett. Eine neue Kämpferin der Goldbrigade. Immer mal was Neues und Gefährliches in der Wüste hier. Scatter! Nur ist es auch jetzt diese Wüste hier auch ein klitzekleines bisschen tonlos. Versteckt wahrscheinlich hier. Es ist Zeit für ein gründliches Verhör. Ja, wenn wir ihn erstmal finden können. Dann sicherlich. Shine down. I'll take my Okay, bevor wir jetzt also weiter. Ist er jetzt oben oder unten? Oben. New punching. Also gut, das Gebiet ist also doch am Ende viel größer als ursprünglich angenommen. Also gut, was haben wir jetzt hier? Empfangsbestätigung. Alle materielle Unterstützung für diese Plünderung bereitstellen. Das wird hiermit bestätigt. Um unsere Freundschaft zu demonstrieren, wird unser Dankeschön von einer speziellen Karawane mit Paktieren verschickt. Der Stamm Tanit sendet dem Unterstamm Afia respektvolle Grüße. Möge euch der Friede folgen und mögen Gewürze eure Vorratskammern füllen. Warte, Stamm Tanit? Das ist der Stamm von Jet. Das heißt also, sie haben die Schurken angeheuert? Fangen die Wüstenbewohner auch an, Niederschriften anzufertigen? Das erste Mal, dass ich nach dem Aufwachen etwas Neues sehe. Aber was ist ihr Zweck hier? Wer weiß, auf jeden Fall sind diese Leute unsere Gegner und das war es. So, hey, jetzt da eine Niederschrift gefunden wurde, sollte es in den anderen Lagern weitere Hinweise geben. Woher weißt du, dass es in den anderen Lagern Hinweise geben muss? Kröten legen nicht jeweils nur ein Ei. An schattigen, feuchten Orten drängen sich auch Skolopender und Skorpione immer zusammen. Deine Analogie ist ein bisschen gruselig. Alles in allem brauchen wir keinen Menschen mehr am Leben zu lassen. Lass uns zum nächsten Lager weitergehen. Tja, ihre Weltanschauung ist wirklich ein paar Jahrhunderte alt. So, und was geschieht jetzt mit dieser Steintafel?
Eine intakte Steintafel mit eleganten, aber unverständlichen Inschriften. Tja, außerdem haben wir im letzten Part auch noch eine letzte Befugnis von König Deshred erhalten. So, Fernreisen, Logbuch. Für diejenigen, die nach uns kommen. Sie hat mich ausgetrickst. Der Schlüsselstein ist echt. Kein Wunder, dass Jebrail und Samael so fest daran glaubten. Der große Ingenieur hat hier wirklich Spuren gelassen. So wie wir es in den alten Wörtern gelesen haben. Ich dachte, es seien Lügen, um die Geschichte zu verschleiern. Aber jetzt ist der Ort, den sie beschrieben haben, hier vor unseren Augen. Dies ist der dritte Ort der Anbetung. Hier muss der geheime Schatz von Gurabat versteckt sein. Aber dieser Schlüsselstein ist nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Es muss eine andere Methode geben, um das große Tor von Gurabat zu öffnen. Solange wir den Weg hineinfinden, können wir den Schatz finden, dann wäre diese Erkundung nicht umsonst gewesen. Aber dann, oh nein, was habe ich überhaupt getan? Tarafa. Ah ja, wir brauchen also wirklich erst unseren Berechtigungsstein. Mit allen Berechtigungen, um hier irgendwie weiter voranzukommen. Um den geheimen Schatz von Gurabat zu finden. Sehr interessant eigentlich auch, dass er die Geschichte, die in einem Weltauftrag gestartet wurde, hier so im neuen Gebiet ein Ende finden wird. So, für diejenigen, die nach uns kommen, wenn es ein Gebet zum Lob der Nacht gäbe, würde ich dann dessen vierte Zeile zum Gedenken an die Unglücklichen singen. Für Jebrael, der den Boden unter den Füßen verlor, wie könnte man das Vorbeiziehen einer Wolke oder das Vergehen des wehenden Windes begreifen? Wie könnte man sich einen Sandkorn vorstellen, das in die Wüste fällt wie einem wasserverschwindendes Tröpfchen? Ich habe geglaubt, dass Jebrael der Letzte sein würde. Er hätte der Letzte sein sollen. Aber wer hat das gedacht? Vielleicht haben ihn die vielen Unfällen unerwartet gebrochen. Jebrael ist ein geschickter und flinker Kerl. Wer hätte gedacht, dass er von der Seite der Ruine ins Tal stürzen würde? Unerwartet. Jetzt sind nur noch Samael und ich übrig. Ja, wir sind die Letzten dieses kleinen Erkundungsteams. Diese Reise ist verflucht, aber keine Sorge. Bald wird sie ihr Ende erreichen. Ja, bald. Oh, verdammt, eine Schlange! Warte mal, diese Schlange hat mystisches Verstärkungserz fallen gelassen? Na, das ist jetzt auch mal sehr interessant. Also gut, untersuche das Lager der feindlichen Goldbrigade. Hallo! Solidify! Ach, wie blöd es doch eigentlich ist, dass wir jetzt hier wirklich keine Musik zur Verfügung haben. Naja, aber egal. So, weitere Unterlagen. Errichte bei der Ankunft ein Lager und riegele die Schlucht ab, um Außenstehende am Eindringen zu hindern. Nur Stamm Tanit und seine Unterstämme dürfen durch. Wird jemand mit einer Djinn-Zauberflasche gefunden, dann wird der sofort geplündert. Die Verteilung erfolgt nach der Vereinbarung. Aha, wie schon gesagt, die Matriarchin weiß, er sagt Bescheid, was er sagt, hier los ist. Und sie will die Macht der Djinn-Zauberflasche, also von Lilopar, haben, um die Kontrolle über die Wüste zu erlangen. Um die alleinige Herrscherin der Wüste zu sein. Sie haben Jet erst absichtlich nicht angegriffen. Interessant. Mein Herr, bitte lasst dir Zeit, wir ziehen weiter, um das nächste Lager zu räumen. Tja, sie wollen also wirklich die Macht, die wir jetzt in unseren Händen halten, erhalten. So, für diejenigen, die nach uns kommen. Dritte Zeile zum Gedenken an die Vergifteten singen. Für Rabet, der nicht mehr aufwachen kann. Ich beschuldige jene Stachelschwänze und Sandhügel, die die Bosheit nähren. Sie rissen dir die Kehle raus. In deinen traurigen Schlaf kannst du nie wieder unter der Sonne wandern. Rabet wurde im Schlaf von einer giftigen Skorpion gestochen.
Es war eine stille und schmerzhafte Tortur. Das Skorpiongift raubte seine Atmung, was das Kratzen in seinem Hals bezeugte. Ich sagte, dass dies eine verfluchte Reise sei und dass wir zurückkehren sollten. Aber selbst der Tod unserer Kameraden kann sie nicht aufhalten. Sie sind von diesen Schlüsselsteinen gefangen worden und konnten den richtigen Weg des Lichts nicht mehr sehen. Für diejenigen, die nach uns kommen, wenn ihr bisher gelesen habt, kehrt schnell zurück. Ich bitte euch. Das scheint also wirklich eine verfluchte Reise zu sein. Spring forth! Gather! Now you shall perish! Okay, und der hakt anscheinend hier ein bisschen fest. Aber egal. So, die nächsten Unterlagen. Merkmale des fremden Reisenden, goldene Haare und Iris. Also das muss ich Isaac verneinen. Das ist beim besten Willen Isaac nicht Gold. Vielleicht bernsteinfarbend. Ein bisschen. Aber unsere Augenfarbe ist nicht golden. Seltsame fremde Kleidung von einem klein schwebenden Wesen begleitet. Haben Sie den Djinn erlangt? Nimm ihn weg. Haben Sie den nicht erlangt? Dann entsorge sie. Kontaktperson Aderfi. Es ist Aderfi. Oh, ist es jemand, den er kennt? Mein Herr, vielleicht solltest du dir die Freunde einmal genauer ansehen. Wir hatten ein altes Sprichwort. Nur der Wüstenbewohner, dessen Schulterblatt von einem Eisenring durchbohrt ist, ist ein treuer Wüstenbewohner. Diese Typen sollten von uns weggeräumt worden sein. Wir können zurückgehen, mein Herr. Ja, wie nett. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Wir haben hier doch auch irgendwo noch einen Teleporter. Illusion shattered. Stabilize. Scatter. Inazuma shines eternal. Gut, damit hätten wir jetzt also auch wieder eine weitere Tafel erhalten. Sucker for a punch, huh? Hä? Was ist jetzt so los? Oh, mal wieder ein paar neue Gegner. Retribution! I see your power. Gather! I will have order. Nur sollten wir, sagt den, die ganzen Kämpfe auf eine andere Erhöhung mal fortsetzen. Solidify. So, und der Störenfried da drüben, der sagt uns die ganze Zeit, der sagt angreift. Spring forth. Where do you think I am? Your verdict is? Okay, der ist schon mal erledigt worden. Der theoretisch auch. Aber wo haben wir jetzt also hier diesen anderen Teleporter? Warte mal, einen anderen Teleporter kriegen wir theoretisch auch hier. Also gehen wir dann doch erstmal hier weiter.
in diese Richtung. You are not order guide here. Stabilize. Naja, so oder so, die Schlucht haben wir ja gleich verlassen. Illusion shattered. Solidify. Now you shall perish. Shine down. Terminate. Yes. Regret. Dieser Weg ist ziemlich gefährlich. Pamel hofft, dass es Jet gut geht. Mach dir keine Sorgen. Jet ist nicht ihr Ziel. Stattdessen kommt der Sack jetzt hier auch mal wieder ein Schuldeneintreiber der Fatui. So langsam und sicher sollte ein, dass er sagt, nicht mehr wundern, dass die Fatui hier auch noch mal irgendwie ins Spiel kommt. No escape. Prepare yourself. Naja, vor allem würde ich jetzt erstmal wieder an der Stelle kämpfen, wo man besser kämpfen kann. Also komm gefälligst sehr, sehr hier runter. Stabilize. Illusion shattered. No escape. Gather. No escape. Time for retribution. I will have order. You can't run from death. Okay, das lief doch jetzt schon mal ein bisschen besser. Jetzt müssen wir bloß noch den Teleporter da drüben aktivieren. Jetzt soll er sagt noch ein paar weitere Fatuis aus dem Spiel nehmen. Und schon ist alles tipptopp, tippitopp. Order guide you. Stabilize. Scatter. Do my duty. There is no escape. Verdict is. Solidify. This is fast. My work finished. Gut, den Großteil dessen Operationsbericht von Frau Hauptmann Sojas Netzevna der Dritte. Babel brach den Kontakt zu uns ab, ganz ohne Vorwarnung. Alle Vorposten sind ohne Kontakt. Wir sind isoliert, inmitten des großen Sandsturms. Leutnant Russland sagt, dass unsere Logistiktrupp seltsame Figuren im Sandsturm gesehen hat, die uns anscheinend beobachten. Sind zwar fähig, unsere logistische Versorgung abzuschneiden, aber sie wollen wohl noch mit uns verhandeln. Nach 3 Wochen stellte uns Babels Abgesandter ein neues Angebot. Entweder nahmen wir ihren Vorschlag an oder wir verließen die Wüste. Die Aufgabe, die Oase in Ewigkeit zu erforschen, muss zugunsten der Suche nach einem Weg, den Stamm der Tanit zu bekämpfen, zurückgestellt werden.
aber jetzt liegen unsere Stützpunkte in Trümmern. Wir können kaum noch eine Bedrohung für diese Wüstenbewohner darstellen. Professor Froderock braucht ein lebendes Exemplar. Ich weiß nicht, für was für einen Unsinn er redet, aber dieser Spinner hat das Kommando über uns alle. Wir haben also beschlossen, einen Weg zu finden, jene Typen lebendig zu fangen oder doch den Typen. Okay. Sieh mal einer an. We'll need more where that came from. Die macht er, sagt auch noch gemeinsame Sachen mit den Fatui. Oder besser gesagt, sie hat die Fatui ausgenutzt. Die Matriarchin. Sehr interessant. Tja, die Oase der Ewigkeit muss er sagt wirklich ein Schlüssel zur Kontrolle über die Wüste hier sein. Anders kann ich mir das Ganze wirklich nicht vorstellen. Okay, da drüben scheint das auch mal wieder ein großer Tempel zu sein. Warte mal, ist das jetzt der Weg zum Lager der Tanit wieder? Ja. Wir haben ja wirklich einen ziemlich großen Umweg genommen. Also gut, dann konfrontieren wir jetzt, sag mal, die Matriarche mit dem, was wir, sag, bis jetzt herausgefunden haben. So, Matriarchin Babel, was haben Sie zu sagen über Ihre bisherigen Aktionen? Ihr seid zurück, Phantomat und Paimon. Bitte erlaubt mir euch zu empfangen. Jet und Asarik warten auch schon. Wir haben das mitgebracht, was du wolltest. Jet hat mir alles erzählt. Vielen Dank für eure Hilfe. Auf unserem Rückweg wurden wir in der Schlucht überfallen. Was sagst du da? Als wir auf dem Rückweg waren, wurden wir von euren Männern angegriffen. Es waren ziemlich viele und sie haben uns in der Schlucht aufgelauert. Es war furchtbar, weißt du, wie so etwas passieren konnte? Nein, ich habe auch keine Antwort. Keine Ahnung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Abtrünnige und Verbannte, die ihren Stamm den Rücken gekehrt haben, auf den Straßen rauben und plündern, aber dass sie auch auf diese Seite der Schlucht anzutreffen sind, ich habe sie unterschätzt. Hängt diese Sache mit Aderfi zusammen? Was meinst du? Ganz recht, wir haben das hier gefunden. Du gibst Babel Aderfis Brief. Aderfi, das ist eindeutig seine Handschrift und er hat sogar unterschrieben. Es besteht kein Zweifel mehr, er ist der Verräter. Aber was, wenn er reingelegt wurde? Dann hat er immer noch den Ruf von Tanit mit seinem Namen beschmutzt. So oder so erwartet ihn seine gerechte Strafe. Aber wie dem auch sei, er hat das Lager bereits vor einiger Zeit verlassen. Wobei er sagte, er müsse seine Vorräte aufstocken. Es tut mir leid, dass ich nicht aufmerksamer war. Aber ich werde diesen abscheulichen Verräter von hier verbannen. Ich werde ihm verbieten, in die Jagdgründe der Tanit zurückzukehren. Es sei denn, er käme als Gefangener und in Ketten zurück. Seid versichert, ich werde diese Angelegenheit im Namen des Stammes Tanit gründlich untersuchen. Ich werde nicht zulassen, dass sich ein solcher Vorfall wiederholt. Und die Mutter der Djinn, darf ich sie sehen? Sie ist bei uns. Ehrenwerte Herren Lilupa, geliebte Dienerin von Nabu Malikata, Gründerin von Gurabat und ewige Gefangene von Aikanum. Babel, eine sterbliche Tanit, möchte mit dir sprechen. Was sagst du? Hast du mich gemeint? An diesen vielen Namen erinnere ich mich nicht. Ja, wir hoffen, dass Herrin Lilupa unseren Stamm zur Oase der Ewigkeit führen könnte, um eine Audienz bei der schlafenden Königin zu bekommen. Ach, mein Herr, hast du mich geweckt, weil diese Sklave mich sehen wollte? Ach, warum befasst du dich immer mit solchen Wüstenbewohnern? Also, Babel, warum tanzt du nicht? Amüsiere uns ein wenig, dann erfüllen wir dir vielleicht drei Wünsche. Was ist denn? Oh, verzeih, du bist die Mutter dieses Stammes. Wie unhöflich von mir, aber deine Augen waren so erfüllt von Unterwürfigkeit. Ich konnte also nicht anders, als sehen zu wollen, wie du ein kleines Tänzchen für uns aufführst. Wäre sicher amüsant.
Ich bin deine Dienerin, verfüge über mich. Ich befolge allen edlen Wünsche der Nabu Malikata, Königin der Oase. Voll Angst und Ehrfurcht würde ich doch niemals wagen, diese zu missachten. Ha, niemals wäre ich so unhöflich. Außerdem habe ich ja bereits einen Herrn und pflege nicht die Absicht, mir eine Sklavin zu halten. Deine Rechnung geht also nicht auf. Tja, Pustekuchen. Wir stehen dir und deinen Plänen im Weg. Matriarchin Bubble kennt also auch Unterwürfigkeit, wirklich? Es gibt noch so viel mehr, was du noch nicht gesehen hast. Mein Herr, du, der meinen echten Namen kennst, dein Wunsch allein ist mir Befehl. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Ich will da kein weiteres Wort mehr mit dieser räudigen Wüstenratte wechseln müssen. Herr? Dein Herr? Richtig ist dieser edle Prinz. Nun, du brauchst nicht niederzuknien. Aber es würde auch nicht schaden, wenn du es tun würdest. Ach, könntest du mal den Ball flach halten? Sie wird ja schon ganz blass. Verstehe, also Phantom Heart, haben wir dann Unterstützung? Tja, ich helfe euch zur Oase der Ewigkeit zu gelangen. Wenn dies deine Entscheidung ist, ja, dann werde ich deinem Wunsch gerne nachkommen. Na dann, helfe ich auch. Auf gute Zusammenarbeit, Wüstenfrau. Aber ich warne dich, Wüstenfrau, aus dem Tod kann nichts diesen Pakt brechen, der mit dem echten Namen geschlossen wurde. Und um der Sicherheit meines Herrn Willens werde ich dich im Auge behalten. Glaub ja nicht, dass du mich irgendwie kontrollieren dürftest. Ich verstehe. Dann ist ja gut, Wüstenfrau. Also störe mich nie wieder beim Ausruhen. Also habt ihr zwei bereits den Pakt geschlossen? So ist es. Ja, ich verstehe. Das hast du gut gemacht. Die Djinn sind arrogante, widerspenstige Geschöpfe, aber du hast ihr ihre Grenzen aufgezeigt. Das hat meine Erwartungen wirklich übertroffen. Wie dem auch sei, gut gemacht. Es wird jetzt deutlich einfacher, zur Oase der Ewigkeit zu gelangen. Also, Phantom Heart, bitte akzeptiere meine ehrfürchtige Bitte und sorge dafür, dass Lilopa uns treu ergeben bleibt. Das werde ich. Gut, tausend Dank. Ah, Jet und Asarix sind auch zurück. Ihr Jungspunde klärt erstmal alles unter euch. Ich muss mich noch um die Information kümmern, die ihr mir gerade gebracht habt. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet. Frau Babel ist ja wirklich schwer beschäftigt.